Das Bild der Grünen hat mit der Realität, das Bild in der Öffentlichkeit hat mit der Realität absolut gar nichts zu tun. Gar nichts. Wenn die Grünen an die Regierung kommen, dann wird unsere Umwelt hier in Deutschland massiv weiter zerstört werden. Und der größte Wahnsinn ist ja, also ich komme mir ja langsam wieder vor, dass wir zurück im Mittelalter sind. Wie war denn das? Wenn man gesündigt hat, dann hat man Ablass bezahlt in den Klingelbeutel von der Kirche und dann war man von den Schulden befreit. Und so ähnlich läuft es doch in Deutschland auch. Wenn Sie eine Reise machen irgendwohin oder wenn Sie bei Amazon oder sonst irgendwo im Internet was bestellen, dann können Sie da unten so ein Häkchen machen. Ich zahle noch irgendwie 10 Cent pro Kilometer oder was auch immer an CO2-Abgabe drauf zu. Ja, zusätzlich. So quasi für die Schuld, dass ich jetzt bestellt habe, zahle ich jetzt eine Gebühr. Und glauben Sie wirklich, dass davon die Klima und die Welt gerettet wird, von dem, was Sie da bezahlen? Ja? Also da kommt man sich wirklich vor wie im Mittelalter. Und die CO2-Steuer ist ja quasi nichts anderes. Da komme ich mir sogar vor wie bei den Indianern. Die haben auch, oder bei irgendwelchen Urvölkern, die haben Tänze aufgeführt, damit es jetzt regnet. Und wir zahlen eine CO2-Steuer, damit das Klima sich nicht ändert. Ja, wie bescheuert ist das denn? Wer glaubt denn wirklich, dass man einen Klimawandel, der in der Tat stattfindet, in welcher Menge er zu Menschen gemacht ist oder nicht, darüber können wir nachher nochmal reden. Aber er findet statt. Aber wer glaubt denn wirklich, dadurch, dass wir eine CO2-Steuer haben, dass ein Klimawandel aufgehalten wird? Vor allem, wenn wir diese CO2-Steuer nur in Deutschland bezahlen, wo wir einen Anteil von 1,8% des menschengemachten CO2s haben. 1,8%. China hat beispielsweise 30%. Und da wird keine CO2-Steuer bezahlt. Im Übrigen ist es ja auch so, dieses Pariser Klimaabkommen, das wir ja angeblich einhalten müssen, um die Welt zu retten. Da steht drin, dass alle Schwellen- und Entwicklungsländer, und jetzt fangen Sie bitte nicht an zu lachen, aber dazu gehört auch China, die größte Wirtschaftsnation der Welt, aber die wird immerhin immer noch als Schwellenland bezeichnet. Die kriegen ja auch im Übrigen, falls Sie es nicht wissen, jedes Jahr 600 Millionen Euro Entwicklungshilfe von uns bezahlt. China, muss man sich mal überlegen, denen zahlen wir 600 Millionen Entwicklungshilfe, damit die bei uns die Firmen aufkaufen, das Know-how absaugen, die Produktion nach China verlagern und hier die Menschen entlassen. So einem Land zahlen wir 600 Millionen Euro jedes Jahr an Entwicklungshilfe. Das ist wirklich eine Schande, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und diese ganze Geschichte mit dieser CO2-Steuer ist wirklich abenteuerlich. Ich habe das im Deutschen Bundestag auch klar und deutlich gesagt. Diese CO2-Steuer führt zu nichts anderem als der Vernichtung von Arbeitsplätzen. Und die Regierung hat den Witz, hat es jetzt erkannt. Ich bin ja vom Stuhl gefallen. Und was haben sie jetzt gemacht? Sie haben nicht die CO2-Steuer wieder abgeschafft. Nee, sie haben jetzt eine sogenannte Carbon Leakage Verordnung beschlossen. Also eine CO2-Leck-Verordnung. Weil, wenn das Pariser Klimaabkommen, was ich jetzt vorher nicht zu Ende gesagt habe, sagt ja, dass alle Schwellen- und Entwicklungsländer wie China, Indien und alle anderen, die erzeugen im Übrigen ungefähr 65% des menschengemachten CO2s, die müssen laut Pariser Klimaabkommen bis 2030 gar nichts machen. Die dürfen bis 2030 ganz im Gegenteil ihren CO2-Ausstoß weiter unbegrenzt, ohne jegliches Limit weiter erhöhen. Und genau das machen die auch. China allein erhöht seinen CO2-Ausstoß jedes Jahr um die Gesamtmenge, die Deutschland in einem Jahr erzeugt. Und wir sollen im Übrigen nach dem neuen Klimagesetz, das ja jetzt noch in der letzten
letzten Sitzungswoche Ende Juni verabschiedet wurde. In den nächsten 9 Jahren bis 2030 unseren CO2-Ausstoß, der gerade mal 1,8% ist, um 50% verringern. Und jetzt, wenn Sie wissen, dass alles, das CO2 bei allem entsteht, was Sie tun, wenn Sie Ihre Wasserflasche aufmachen und die Kohlensäure enthält, entsteht CO2. Die Pflanzen brauchen fürs Wachstum CO2, egal was sie machen. Allein beim Ausatmen, wie viel CO2 entsteht denn da? Rein rechnerisch sind es 8% des menschengemachten CO2, sind die Ausatmung. Die sagen dann zwar, das ist ein Kreislauf, aber sie sehen, bei allem, was sie tun, entsteht CO2. Und dass das natürlich nicht funktionieren kann, ist relativ klar. Und dann die Witzaktion, dass 65%, die 65% rausblasen, unbegrenzt erhöhen dürfen. Und wir sollen die 1,8% und damit die Welt retten. Und damit die Welt retten. Das ist ein totaler Wahnsinn. Und ich will Ihnen jetzt einfach noch ein paar Beispiele sehen, wie irrsinnig das sagen, wie irrsinnig das ist. Beispielsweise, es wird ja immer gesagt, wir müssen unsere ganzen Kohlekraftwerke, unsere ganz vielen Kohlekraftwerke, die wir haben, müssen wir abschalten. Ist ja schon beschlossen. Wie viele Tausende haben wir eigentlich? Haben Sie irgendeine Idee, wie viel wir haben? Irgendeine Schätzung? 10, 20, 100, circa 50. 106. 106. 106 Kohlekraftwerke in ganz Deutschland. 106 für 80, für 83 Millionen Menschen. Also es ist nicht arg viel. Die sollen weg. Gleichzeitig sind weltweit im Moment 1.500 Kohlekraftwerke im Bau. 1.500 Kohlekraftwerke werden jetzt gerade gebaut. Das heißt, wenn wir unsere 100 Kohlekraftwerke abschalten, dann sind die in 2 Monaten nachgebaut. Also null Effekt. Gar nichts. Wir stehen zwar dann im Dunkeln hier, aber die stehen halt woanders, die Kohlekraftwerke. Das ist genauso irrsinnig wie die Geschichte bei der Energiewende. Genauso irrsinnig wie die Geschichte bei der Energiewende, wo es ja so ist. Jetzt ist ja hier in der Nähe von Philippsburg das vorletzte Kernkraftwerk in Baden-Württemberg letztes Jahr abgeschaltet worden. Anfang letzten Jahres abgeschaltet worden. Das Kernkraftwerk hat 18% des in Baden-Württemberg benötigten Stroms erzeugt. 18%, das muss man sich mal überlegen. Und das nächste in Neckarwestheim wird ja nächstes Jahr abgeschalten. Es werden dann nochmal so 15-18% des in Baden-Württemberg benötigten Strom sein. Und was glauben Sie jetzt, was die baden-württembergische grüne Landesregierung, der Herr Kretschmann, dazu gesagt hat? Die haben gesagt, überhaupt kein Problem, die Energiesicherheit in Baden-Württemberg ist sichergestellt durch französische Atomkraftwerke. Was für ein Wahnsinn. Wir schalten hier in Deutschland die sichersten Kraftwerke ab, um dann aus irgendwelchen Wackelkraftwerken wie Fessenheim oder sonst irgendwo direkt auf der anderen Seite vom Rhein, von der Grenze, den Strom zu beziehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. So hirnrissig ist diese Politik. Und wissen Sie, was die sächsische Regierung gesagt hat? In Sachsen wird ja relativ viel Kohlestrom erzeugt, was ja auch weg soll. Alles kein Problem. In Sachsen ist die Energieversorgung, die Energiesicherheit sichergestellt durch polnische Kohlekraftwerke. Das sind die offiziellen Stellungnahmen dieser Regierung. Das ist nicht ein Märchen, das ich mir jetzt hier ausdenke, sondern so sagen die das. Und daran sehen Sie die Schizophrenie und die Blödsinnigkeit dieser Politik. Weil eins ist doch klar, was machen wir denn mit den ganzen, diesen ganzen Windindustrieanlagen, Solarparks und allem, wenn es Nacht ist und kein Wind weht? Warten wir dann einfach ein paar Stunden, bis wir das Licht anmachen, bis die Heizung wieder funktioniert, bis wir wieder, man muss sich mal überlegen, was man ohne Strom überhaupt machen kann. Gar nichts. Sie können nicht mal aufs Klo gehen, weil Sie Pumpen brauchen, um das Wasser, müssen ja fortbetrieben werden. Das läuft ja nicht einfach bei Ihnen ins Haus rein, sondern es muss
mit Pumpen betrieben werden. Sie können nicht kochen, Sie können nicht heizen, Sie haben kein Licht, Computer und so weiter können Sie sowieso vergessen, Sie können nicht telefonieren. Also ein Riesenproblem. Aber das wird ja alles überhaupt nicht beachtet. Und jetzt schauen wir mal weiter, diese ganze alternativlose Klimahysterie, die wir hier erleben. Also, Deutschland im Alleingang mit 1,8% des menschengemachten CO2s die Welt retten, während der Rest der Welt noch 10 Jahre lang so viel mehr rausblasen kann, wie er möchte. Was passiert dann? Wir waren gerade bei der Carbon Leakage Verordnung, also CO2-Leck Verordnung. Was passiert denn jetzt? Was macht denn ein Unternehmen, das in Deutschland ist, jetzt eine CO2-Steuer bezahlen muss, durch diese ganze Klimahysterie bereits die höchsten Strompreise der Welt, nicht Europas. Deutschland hat die höchsten Strompreise der Welt. Unsere Strompreise sind im Durchschnitt doppelt so hoch, wie in sonst wo, sondern in unseren Nachbarländern. Gehen Sie doch mal nach Holland, gehen Sie doch mal nach Frankreich. Da kostet der Strom die Hälfte. Da kostet der Strom die Hälfte wie bei uns, weil die nicht so eine wahnsinnige Energiewende machen wie bei uns. Also die höchsten Strompreise der Welt, jetzt noch CO2-Steuer und jetzt sind Sie ein Stahlhersteller. Wo bauen Sie Ihr neues Werk? Und dann gibt es da so ein Land, China zum Beispiel, wo Sie so viel CO2 rausblasen können, wie Sie wollen, wo Sie keine Filteranlage einbauen müssen, wo Sie keine CO2-Steuer bezahlen, wo Sie mit die niedrigsten Energiepreise der Welt haben. Also wo machen Sie Ihre Milliardeninvestitionen für ein neues Werk? Und um das aufzuhalten, haben Sie jetzt diese sogenannte Carbon Leakage Verordnung. Da wollen Sie das dann quasi so machen. Wir nehmen den Unternehmen erstmal die Kohle weg. Und dann können die in einem ganz komplizierten, bürokratisch aufwendigen Verfahren einen Teil des Geldes zurückbekommen, wo Sie dann alles beweisen müssen. Also müssen Sie nochmal ein paar Leute einstellen, die dann den ganzen Bürokratiekram machen. Das mag noch bei einem Großkonzern funktionieren. Aber funktioniert das dann bei einem mittelständischen Unternehmen mit 100 oder 150 Mitarbeitern oder 50 Mitarbeitern, wenn ich also jetzt 2 Leute einstellen muss? Weil gelegentlich ist der eine auch krank und so weiter und einer schafft es vielleicht nicht, wenn ich ganz energieintensiv bin. Das erhöht ja massiv meine Produktionskosten und die Wettbewerbsfähigkeit. Das bringt überhaupt nichts. Das erzeugt nur einen Haufen Bürokratie. Aber die Regierung hat damit zugegeben, dass sie mit diesen ganzen Maßnahmen massenhaft Arbeitsplätze aus Deutschland vertreibt und dass das Ganze kein Märchen ist und keine Fantasie von übermorgen, will ich Ihnen einfach nur 2 renommierte deutsche Unternehmen nennen, die genau das machen. BMW zum Beispiel. BMW hat bereits angekündigt, dass sie in Deutschland in Zukunft überhaupt keine Motoren mehr bauen werden. Nix. Die verlagern ihre Motorenproduktion nicht nach China, sondern die verlagern ihre Motorenproduktion hier aus Deutschland weg und verlagern sie nach England, weil die nicht so wahnsinnig sind, weil die so schlau waren, die EU zu verlassen. Da gibt es keinen Green Deal, da gibt es keine CO2-Steuer, da gibt es günstige Energiepreise und keine Gängelei durch die Regierung. Weil das ist doch das Ziel. Wir müssen immer eines klar im Auge behalten. CO2-freie Produktion, und das ist ja der Ziel, CO2-freie Produktion, und das ist ja das Ziel der EU und auch das Ziel der Bundesregierung und der Grünen, heißt nichts anderes wie, die Produktion in Deutschland wird geschlossen und in ein anderes Land verlagert, dann ist nämlich Deutschland CO2-produktionsfrei. Der einzige Weg, was passieren wird. Und genau das ist ja das, was im Moment passiert. Das ist genau das, was im Moment passiert. Wir werden immer CO2-neutraler, CO2-freier, aber die Arbeitsplätze werden verlagert und die Unternehmen verlassen massenhaft das Land. Und jetzt schauen wir uns mal
noch mal ein bisschen genauer diese wahnsinnige Energiewende an, die dazu führt, dass Sie die Hälfte Ihrer Stromrechnung bezahlen Sie nur für diesen ganzen Wahnsinn. Also wenn Sie sich jetzt, schauen Sie sich jeden Monat Ihre Stromrechnung an und die Hälfte davon bezahlen Sie für die Energiewende. Oder schauen Sie sich Ihre Jahresrechnung an. Die bezahlen Sie für die ganzen Windindustrieanlagen, die hier rumstehen, für die ganzen Solardächer, für das ganze Zeug. Das bezahlen Sie alles dafür. Und was bringt das Ganze? Im Moment ist die Situation so, dass aus sogenannten regenerativen Energiequellen 38% des in Deutschland benötigten Stroms erzeugt wird. 18% davon mit sogenannten Windindustrieanlagen, ja, so Windrädern. Wir haben im Übrigen in der Zwischenzeit 31.000 Stück davon in Deutschland. Und 31.000 Stück erzeugen gerade mal nominell 18% des in Deutschland benötigten Stroms. So, also Kohle und Kernenergie soll weg, Gas soll auch weg. Also müssen Sie jetzt noch die Lücke stopfen, nominal von 40 auf 100%. Das geht nur mit Wind. Weil Sonne, da ist der Klimawandel nicht weit genug fortgeschritten in Deutschland und alle anderen Energieformen sind weitestgehend ausgereizt. Das heißt, es geht nur mit Windindustrieanlagen. Das heißt, wenn wir jetzt wissen, dass 18% des notwendigen Stroms in Deutschland durch 31.000 Windindustrieanlagen erzeugt werden, können wir ein einfaches Rechenbeispiel machen. Um weitere 60% von 40 auf 100 zu kommen, brauchen Sie weitere 90.000 Windindustrieanlagen. Dann sagen Sie mir mal, wo weitere 90.000 Windindustrieanlagen in unserem Land noch stehen sollen? Wenn Sie dann noch wissen, und ich sage ganz bewusst immer das Wort Windindustrieanlage und nicht romantisches Windrad, weil das sind Industrieanlagen. Sie müssen mal überlegen, die sind über 200 Meter hoch, so hoch wie der Stuttgarter Fernsehturm oder höher. Die haben ein Betonfundament mit einem Durchmesser von 25 Metern und die Fundamente reichen 15 Meter in die Tiefe. Was machen wir eigentlich mit dem Boden? Wenn das Windrad oben mal weg ist, der ist für immer tot. Da wächst nichts mehr. Weil bis 15 Meter Tiefe macht da niemand die Fundamente raus. Ja? Also das muss man klar und deutlich sehen. Das ist totes Land. Und wenn Sie dann noch wissen, im Moment wird ja forciert, in Wäldern das zu machen. Und Sie müssen 1,5 Hektar Wald roden für eine einzige Windindustrieanlage. So. Und dann mit diesen weiteren 90.000, sodass wir dann ungefähr 120.000 Windindustrieanlagen in Deutschland haben, haben Sie ja nur nominell die Stromversorgung sichergestellt. Nämlich wenn an allen Standorten der Wind weht. Überall, wo deutschlandweit diese 120.000 Windräder stehen, muss 24 Stunden am Tag der Wind wehen. Am besten in gleicher Stärke, damit es auch alles vernünftig regelbar ist, um Deutschland mit Strom zu versorgen. Ausreichend. Zu jedem Zeitpunkt. So. Und jetzt sagt selbst die Bundesregierung, ich habe da eine entsprechende Anfrage gemacht, schon vor 4 Jahren oder vor 3,5 Jahren. Selbst die Bundesregierung sagt, also andere Wissenschaftler sagen, dass es deutlich weniger ist, aber nehmen wir einfach mal den Wert der Bundesregierung, das ist egal, dass Windenergie nur immer maximal zu 5% sicher zur Verfügung steht. Also zu 95% eben nicht sicher zur Verfügung steht. Wie sieht denn das mit der ganzen Energie aus? Wir werden ja in Zukunft viel, viel mehr Strom brauchen. Und zwar einzig und allein, nicht weil wir Bürger jetzt plötzlich mehr Strom verbrauchen, weil wir die Bösen sind, sondern weil die Regierung die sogenannte große Transformation umsetzen will. Große Transformation. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich davon noch nichts gehört, aber große Transformation heißt in Zukunft alles mit Strom machen. Also, eine Transformation kennen Sie, zukünftig sollen Sie nur noch mit Strom Auto fahren. Ja? Also allein das Autofahren
Wie viele Zehntausende Windräder werden wir zusätzlich brauchen, um den Strom für die Autos zu erzeugen? Wenn wir wissen, dass 1 Million dass 1 Million E-Autos zum Laden, also Kapazität, 100 Gigawatt Strom brauchen. 100 Gigawattstunden Strom, zwischen 100 Gigawattstunden und 150 Gigawattstunden Strom brauchen. Dann kann man sich überlegen, also wenn wir einen normalen Ladevorgang von 10 Stunden haben, dann brauchen die im Netz 10 Gigawattstunden Strom. Und wenn wir wissen, dass wir im Moment haben wir 47 Millionen Autos zugelassen. Wenn wir nur einen Teil davon quasi dann umwandeln, 2030 soll es ja keinen Verbrennungsmotor geben. Also wenn man nur einen Teil davon verbraucht, ja, wenn man einen Teil davon umwandelt, wenn wir also in Zukunft 10, 20, 30 Millionen E-Autos haben, dann ist es relativ realistisch, dass 1 Million oder 2 immer am Netz sind bei den Ladezeiten, die wir haben und bei den Energiemengen. Und wenn Sie wissen, dass im Durchschnitt im deutschen Stromnetz ungefähr 60 Gigawatt Strom verfügbar sind, im Durchschnitt, und wir haben jetzt schon mal für 1 Million Autos schon 10 Gigawatt pro Stunde brauchen, für 2 Millionen dann schon 20, dann ist doch klar, dass wir bei viel Wind nochmal mehr Windräder brauchen oder mehr Kernkraftwerke oder mehr Kohlekraftwerke, um mehr Strom zu erzeugen. Damit ist aber noch nicht Schluss. Sie sollen ja ab 2026 sind ja Ölheizungen verboten. Sie sollen ja spätestens dann auch mit Strom heizen. Dafür brauchen wir nochmal mindestens 50.000, 60.000 Windindustrieanlagen, wenn wir alles mit Wind machen. Wo soll es ja sonst herkommen? Kohle und Kernenergie dürfen nicht mehr. Daran sehen Sie, wie wahnsinnig das Ganze ist. Und eines ist auch klar. Allein heute, und die Strompreise werden weiter exponentiell wachsen in Deutschland mit dieser Wahnsinnspolitik, bedeutet eine Umstellung von Öl beispielsweise auf Stromheizung eine Verdoppelung der Heizkosten. Das muss jedem klar sein. Und wie hoch die Strompreise in 5 Jahren sind, im Jahr 2026, kann sich auch jeder ausrechnen. Die werden so nicht bleiben, die werden weiter explodieren. Man muss sich das ja überlegen, mit jeder Solaranlage, die auf einem Dach gebaut wird, mit jedem Windrad, das da gebaut wird, explodieren diese Kosten weiter und weiter und weiter. Also, wir haben jetzt heute schon die höchsten Strompreise der Welt, doppelt so hoch wie in unseren Nachbarländern. Und ich befürchte, dass wir uns in 4 Jahren, wenn eben nicht ein blaues Wunder am 26. September passiert, dann werden wir uns wahrscheinlich über die allerhöchsten Strompreise der Welt unterhalten. Dann werden wir nämlich wahrscheinlich eher mal Richtung 50 Cent gehen. Das muss jedem klar sein. Wir sind jetzt bei 32 oder so. Kommt ein bisschen drauf an, bei welchem Anbieter Sie sind, wie hoch die Grundgebühr ist. Aber so 32 ungefähr ist der Preis. Und mit der CO2-Steuer, die ja weiter massiv erhöht wird, wir haben jetzt 25 Euro eingeführt, die wollen ja jetzt im Jahr 23 sollen es ja dann 60 schon sein, das wird ja massiv angezogen. Und dann wären wir bis 26 mit Sicherheit oder bei der nächsten Bundestagswahl eher bei 80, 90 Euro pro Tonne CO2 sein. Die sonstigen Anforderungen, die kommen, die wollen massiv allein in Baden-Württemberg 1.000 Windindustrieanlagen bauen. Wo sollen eigentlich diese 1.000 Windindustrieanlagen stehen? Wahrscheinlich auf den Höhenkämmen, und das ist jetzt kein Witz des Schwarzwalds, weil es muss ja auch Wind geben. Das heißt, für jedes von diesen 1.000 Windindustrieanlagen werden 1,5 Hektar Wald gerodet werden müssen. Das heißt, für Baden-Württemberg sind das 1.500 Hektar Wald vernichtet, für immer. Und das ist eigentlich wirklich ein Riesenproblem, und daran sehen wir, dass das alles der totale Wahnsinn ist. Und gleichzeitig
Das ist jetzt die Riesenumweltzerstörung. Sie müssen einfach nur, ich sage jetzt mal im Staccato einfach ganz schnell, was bedeutet eine Windindustrie? Diese 30.000 Windindustrieanlagen, die wir in Deutschland haben, die schreddern jedes Jahr 600.000 Vögel. Bussarde, Störche, Rotmilane, Adler und so weiter und so weiter. 200.000 Fledermäuse jedes Jahr. Jeden Tag 6 Milliarden Insekten. Und wir reden noch nicht über den ganzen Infraschall und die Auswirkungen auf die Menschen. Also es ist klar und es ist bekannt und es ist medizinisch nachgewiesen, dass diese Windindustrieanlagen massiv zu Schlafstörungen führen. Wenn die nicht weit genug von Siedlungen weg sind, und deswegen sagen wir ja auch als AfD-Fraktion, wenn die schon gebaut werden müssen, dann müssen die auch mindestens nach der 10H-Regel, das heißt, wenn die 200 Meter hoch sind, 2 Kilometer von der nächsten Wohnbebauung entfernt sein, um die Menschen dort zumindest zu schützen, wenn sie schon gebaut werden müssen. Aber da wehren sich ja alle massiv, vor allem die Grünen hier in Baden-Württemberg. Ist ihnen nämlich völlig egal. Der Punkt ist nämlich, das wird immer in einem Wort genannt, Klima- und Umweltschutz, als wäre das eines. Das sind extreme Gegensätze. Durch diese Klimahysterie, die wir in unserem Land erleben, wird die Umwelt in unserem Land massiv, und nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, massivst zerstört. Ich habe Ihnen gerade die Todeszahlen der Vögel gesagt. Da wird dann Grimms Märchenwald in Hessen abgeholzt, ein jahrhundertealter Urwald, um da Windindustrieanlagen hinzustellen. Ja, wie viel Umweltschutz ist das denn? Oder jetzt soll ja die halbe Nordsee zugepflastert werden mit Windindustrieanlagen, obwohl jeder weiß, dass es die Wale dort töten wird, weil nämlich die Schallwellen massiv sich über hunderte von Kilometern ausbreiten. Das ist wie, wenn da sich das Windrad einmal dreht, dann ist es eine riesen Schallwelle, die unten im Meer denen die Trommelfelle zerstört. Das ist die Situation, das ist eine massive Umweltzerstörung, die hier läuft, völlig rücksichtslos, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Grünen sind die größte Umweltzerstörerpartei, die es gibt, aufgrund ihrer Klimahysterie. Die sind mal gestartet. Ich habe im Deutschen Bundestag meine Rede gehalten unter dem Motto, Käfer Karl, hieß er, glaube ich, wurde nicht gefragt, er wurde einfach fortgejagt. Und ich habe dann die Geschichte von Käfer Karl erzählt, wie er sich im Grabe umdreht, wenn er sehen könnte, was aus den Grünen der 80er geworden ist. In den 80ern waren das Umweltschützer und die wollten die Umwelt schützen und haben das auch gemacht. Und jetzt sind es Klimahysteriker geworden, denen alles völlig egal ist, die alles auf diesem Altar dieser Klimareligion opfern. Unsere Arbeitsplätze, unseren Wohlstand, Umwelt, die Tierwelt und die Zukunft unserer Kinder. Und das ist das große Problem. Man muss sich das einfach mal angucken. Das ist ja genau das große Problem, was man sieht. Das Bild der Grünen hat mit der Realität, das Bild in der Öffentlichkeit hat mit der Realität absolut gar nichts zu tun. Gar nichts. Wenn die Grünen an die Regierung kommen, dann wird unsere Umwelt hier in Deutschland massiv weiter zerstört werden. Ich habe Ihnen jetzt schon gesagt, welche massiven Schäden wir jetzt da schon haben. Und dann ist die Frage noch, was passiert eigentlich mit dem ganzen Müll? Mit den ganzen Windindustrieanlagen. Die können nicht recycelt werden. Das ist Sondermüll. Mit dem kann man nichts mehr machen. Nichts. Das muss für Jahrmillionen eingelagert. Das können Sie vergessen. Das sind riesige Mengen. Man kann mit diesem Zeug nichts mehr machen.